Okay, sind wir in der nächsten Stadt. Oh, du siehst ja ominös aus. Wer bist denn du? Fresh coconut milk. Right off the tree. Sweet tasty delicious. Good for humans. And Pokemon. Only 800 Pokedollar. Want some? Yes. Das ist wahrscheinlich ein ziemlich miserabler Preis, aber wir kaufen uns mal 3 Stück. Das ist wahrscheinlich ein ziemlich scheißer Preis. Nicht jeder an der Straße, der zählt in die besten Preise. Aber ja. Gut, ein bisschen Ausfriedensbruch begehen. Hey there, you look like a trainer. Listen, can you do me a favor? I received this egg from a friend of mine from a faraway region, but I can't take care of himself, of myself. Would you take it off my hands? Yes. Okay, jetzt muss ich erstmal ein Pokémon Platz frei machen, mein Pokémon-Team. Das ist vielleicht gar keine so gute Idee. Wer kann denn da rausgeworfen werden, damit wir das Ei mitnehmen können? Eigentlich brauchen wir hier einen Platz in meinem Inventar zum Kämpfen. Zum Ei mit uns schleppen, das ist jetzt eigentlich nicht die Sache. Das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Vor allem, wenn es jetzt in die knifflige Sache, vor allem, wenn es jetzt in die nächste Arena geht. Ich weiß ja nicht. So. Ja, am ehesten können wir Oten loswerden. Ich hole den später noch zurück. Ich lasse den da erstmal. Finde eine blöde Idee, aber ich pack dich hier erstmal weg. So. Ich pack dich mal ganz nach unten hier. Du bist noch nicht in die Box sortiert. Ich hole dich bald zurück. Ist natürlich blöd, dass wir den nicht trainieren, aber ist jetzt, ja, der ist auf Level 19. Der hat schon ein bisschen Training. So, sehr gut. Okay, dann haben wir erstmal Roten raus und holen uns ein Ei. Das ist doch, ja, fürs Let's Play müssen wir das mal machen. Das Ei mit uns rumschleppen. In der Hoffnung, dass sich das irgendwann mal nach ein paar Schritten, dass das schlüpft. Dann schauen wir mal. Das, was schlüpft, werden wir wahrscheinlich sofort auf die Box packen. Aber ja, zwei gute Neck. Gut, jetzt haben wir ein Egg im Team. Sehr gut. Das ist, haben wir halt jetzt nur noch 5 Plätze im Team frei. Aber ja. Wir brüten das jetzt aus. I used to be a Pokémon Trainer, like you, but as soon as I reached Bear Beach, I was like, why train Pokémon when I can party? Okay, er hat das Pokémon Trainertum aufgegeben und hat Party gemacht. Ja, an so einem Strandurlaub. Beachside Resort. Ein Resort. Hallo. I'm waiting for my friends to finish putting on their bathing sites, so we can hit the beach. Ah ja, Strandurlaub, auch mal schön. The quality of service here is most excellent. They even have special jewelry sent for Pokemon. Aha. Each year my family vacations here for several weeks. I won't settle for anything less. Aha, okay. Gehen wir mal mit dem Rezeptant-Tür. Welcome to the world famous beachside resort and casino. How may I help you? Oh, ein Casino. Das ist ja großartig. Info directions, hotel booking. No help needed. Hotel booking. I'm sorry, but you need to be 18 years of age or older to serve a room in your luxury hotel. You are still welcome to partake in the other features of your resort,
Ah, okay, ins Casino darf ich, oder? Mit 11. Das ist ja Pokémon natürlich, Connor. Infinity, du warst right out of today. If the drawn number matches the ID known number of any of your Pokémon, you got to win fabulous gifts. But your look can change today, lucky mem number. First I look up today's Pokémon not only the Connor lucky number. You are not out of the numbers. 38640. Oh, that's if metal ID number of any of your Pokemon. I'm sorry, you did get the match. Please don't visit again. Das war so rote Schrift, die musste so ein bisschen. Ich versuchte so ein bisschen seltsam zu sprechen. Hey, this area is not for kids. Oh, I see, you are Pokemon trainer. Pokemon battlers are basically a kind of game anyway. So there's no reason I shouldn't know you to enter. Not imagine you may want to win. The many rare Pokemon we offer a prize. Here, take this for free charge. Obtain the coin case. So you put the coin case in the key items box. Locked. Enjoy your stay at the beachside casino. Happy gaming. Ja, ganz verantwortungsvoll hier. Alles koscher hier. Das Kind darfst du hier natürlich spielen. Casino! Ah, wie in Pokémon die älteste Generationen. In Pokémon vierte Generation war es glaube ich auch noch drin. Oder was? Pokémon Hardcore und Soul Silver. Die Coins. Okay. Das Spiel hier auf dieser Reihe ist nur einer. Auf dieser Reihe ist 0. Okay, wenn auf dieser Reihe 0 sind, dann versuchen wir es mal. 3 Coins haben wir schon. Okay, hier auf dieser Reihe sind auch 0. 6 haben wir. Nicht verspielen, die 18 Coins. Oh, Board clear. Es wird received 36 Coins. Aha, okay. Das ist ja simpel. Level 2. Hier sind 0. Wenn das so einfach ist, ich werde Millionär. Immer die Nuller rein abgehen. Ja. 18. Na gut, okay. Jetzt muss ich noch ein gutes finden. Okay, hier ist eins und da ist eins. Kann jetzt natürlich. Da ist eins und da ist eins. Okay. Vielleicht hier. Jetzt brauchen wir noch eine höhere Zahl als eins irgendwo. Hier ist auch relativ unwahrscheinlich. Muss man taktisch vorgehen. Jetzt wird's risky, risky. 2-1. Nice, board clear. Wird immer risikoreicher. Jetzt werden wir sie 54 Coins. Okay. Advanced to game level 3. Okay, erstmal die Nuller-Reihe aufdecken. Sehr gut. Und die Nuller rein. Zack, zack, zack. Okay, das andere müssen wir zocken. So, die 1-1 können wir aufdecken. Ich denke, das ist relativ ungefährlich. Jetzt hier, wo 1-1 auf sich trifft, das könnte, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da was passiert. Jetzt haben wir zwei. Ich würde sagen, das hier. Verdammt. Oh no, you get 0 coins. 0 coins. Coins habe ich, achso. Sehr gut. Versuchen wir es nochmal. Die Nuller-Reihe können wir aufdecken.
zu. Vielleicht kriegen wir die 100 dann doch noch getoppt jetzt hier. Ich werde hier spielsüchtig. Jetzt gibt es hier nur eine 0er Reihe. So, das sind die 1er Reihen. Das heißt 1er, eine Reihe. Hier vielleicht. 4 Coins erst. Ah, verdammt. Na komm, beenden wir den Mist hier. Bevor hier noch zum Videospielsüchtigen werden. X ist gut. Okay, können wir die 90 jetzt mitnehmen, oder? Wie viele Coins haben wir jetzt mit? Das würde mich mal interessieren. Oh, das Item Inventar. Sehr gut, Bag. Okay. Coin Case. A case for holding coins alone, obtained at the game corner. It holds up to 50,000 coins. Mhm. 90 Coins habe ich schon. Aha, ja, hier können wir uns den nicht spielen. Mal schauen, was ich hier für 90 Coins kriege. Ansonsten, ja, lassen wir es jetzt hier eher bleiben. Okay, Oten für 180 Coins. Knietank für 500 Coins. Brainab für 2800 und Barrand für Barrand haben wir glaube ich schon, nee, haben wir nicht, für 5500, Trackton für 9199 Coins, no thanks. Ja gut, wir könnten es versuchen Oten zu kriegen, wir haben schon eine Oten. Ja gut, was haben wir hier noch? Money, 50 Coins. Jetzt können wir uns hier Geld einkaufen. Auch gut. 50 Coins, da ist unser Geld an, oder? Ja, 1000 können wir uns leisten. Kaufen wir uns Geld ein, 140. Wie viel brauchen wir für ein Oten? Einfach mal fürs Let's Play würde ich mir mal ein Oten kaufen. Und 80 Coins. Da spielen wir hier noch ein bisschen. Kleines bisschen. So, Level 1, da kriegen wir doch jetzt hier. Das kriegen wir doch locker hin. Na komm. Ich brauche nur 100. Und 180 Coins. Ich bin wieder spielsüchtig. Casino Royale. Mord Clear. 76. Oh, 80 brauche ich. Streng dich an, Zweigi. Na komm, die Nullereien finden und aufdecken. Dann können wir das zweite Spiel vielleicht auch noch toppen. Und dann verlassen wir es einfach. So. Das unten wird dann auf die Box gelegt. Wahrscheinlich. Ja. So, 1-1. Whisky Tisky. Jetzt sind es natürlich. Puh. Okay, in der Reihe ist nur eins. Muss man vorsichtig sein. Puh. Okay. In der Reihe ist nur eins, das heißt, wir müssen hier mal. Nein, verdammt. 0 Coins. Verdammt. Okay. Wenn wir das jetzt gewinnen, dann haben wir die 180 voll. Na komm, 2G. First Let's Play. So, das ist hier noch sehr wahrscheinlich. So, hier und hier, das sind nur die Einser. Hier haben wir noch einen. So, wir müssen wahrscheinlich die Dreier aufdecken, damit das was klappt. So, hier vielleicht noch. Ja, verdammt, kein Glück für Zweige. Was?
Doppelt zu Level 1. Okay. Das ist nur der Level hier. Casino spielen. For free. Wird das hier zum Casino Let's Play? Nein. So, die eine Reihe, die können wir eigentlich fast sicher aufmachen. Da passiert kaum was. Das wissen wir ja hier, wo was ist. In der Reihe, da ist ja nur einer drin. So, hier haben wir wieder die eine Reihe. Können wir fast safe aufmachen. Verdammt! Das war wohl nix. Oh, hier schon was geöffnet. Hier die Nunnereien. Ach ja, komm, machen wir noch den einen Versuch hier. Dann höre ich auch oft damit. Das muss jetzt nicht sein. Kaufen wir uns den Rest ein. Vielleicht reicht das auch schon. Können wir jetzt vielleicht Quit machen? Jetzt sage ich Quit. 3 Coins. Ja. 79. Ja gut. Ich brauche nur 1 Coin. Gehen wir noch mal ran. Die Coins 179. So, ich möchte beenden. Ich nehme den 1 Coin mit. 180. So geht's auch. Man könnte auch 180 mal da reingehen und sofort wieder schließen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das dauert dann halt ein bisschen. So, Oten. Das wäre hier Oten. Oten. Mein Casino. Oten. Mal schauen, welches Level es hat. Bin ich gespannt. Vielleicht tauschen wir es dann doch aus. Wenn es ein heftigeres Level hat. Gut, sind wir hier ein bisschen im Glücksspiel verfallen heute. Gucken wir in Uranium. So, ich muss mal gerade auf die Box gucken. Was für ein Level ist Oten, was wir jetzt bekommen haben. So hat. Ich werde es noch nicht gleich mit aufnehmen. Sowieso, weil wir gerade das Ei ausbrüten müssen. Aber ja, Level 10, ja gut, geschenkt. Ja, na dann, Level 19. Ja, gut, haben wir jetzt, ja, haben wir mal fürs Let's Play gemacht. Schön, haben wir mal ein Pokémon erspielt. Im Casino. Ja, wie weit ist es mit mir gekommen? Wie ist es um mir geschehen? Um mich geschehen. West Thunder Ranger HQ. Oh. Auch nett. Oh, was? Ja, Major. Oh, du Zweckmund. The Chief's Kid. Quick, someone get Karen. So, ich bin ja der Vater von dem Ranger. Dad. Ach du verdammt, mein Vater. Sorry. What are you doing here in the beach? I see that you have Pokemons and Pokedex. That's right. You are doing research for Professor Daniel John, who wants me to know and everything. Sven, I am at most of 400 Pokemons. It's been so long since I last saw you. You should have expected your arrival after there is a Pokemon gym here. It makes sense that you need to come to Beach. Still, I always wanted to give you a special tour of the Ranger HQ. This is the biggest range of Ranger on West Tando, and as you know, I am the chief. It's a job with lots of responsibility. So you understand, I have been busy, too busy to visit Mokito. Nakla, my goodness, you've grown so much, Zwangy.
traveling the region on your own. Of course, I was the same when I was your age. I was a junior cadet in the armor of the region. Say how is that what dear? You and Lev Mokito together. If I saw correctly, I see he is still following in your footsteps. You may have the makings of a good leader in you, just like you ought to. Sorry to interrupt, Chief. That's a letter for you. A letter? That's from Campbell. That's a nuclear power plant. He says that construction is proceeding as usual soon. The new plant will be fully operational. Here, searching the rocks fast. I gained him that. Still a new power plant soon after the old one was destroyed. I know that is true, but I have a favor to ask you. I need you to go to the power plant at Epsilon and deliver my response to Cameron. It's important to proceed with caution, Rosie. Your mother disappeared on that very island 10 years back. It's important. But we never forget that. Here, sorry, please take this. Obtained Colin's letter. So he put Colin's letter in the key items pocket. Nicht den Dolch, sondern den Letter. Den Brief. Nicht den Hebel. Lever war der Hebel. Nicht den Brief, sondern nicht den Hebel, sondern der Brief. Sent what to the power plant and tell them to expect you. I think that Cameron will be happy to see you too. I would come along too, but I have to stay here and train the new ranger colonists. But I am certain you can handle it yourself. I'm my child. After all, until next time, Sveni. Das war eine tolle Begegnung mit unserem Vater. Fantastisch. Dann schickt er uns auf die nukleare Plattform, wo uns der Bootsmann vorhin noch gewarnt hat. Kinder dürfen wohl nicht drauf. Großartiger Vater. Jetzt schickt er uns einen Brief für ihn übergeben. Auf dem Testareal. Jetzt geht's also zum Testareal. Nukleares Testareal. Na super. Ja, was Subway, da können wir nicht hin. Keine Brötchen für mich. Keine Sandwiches. Bibet stetzt. Okay. Sehr gut. Was gibt's hier zu kaufen? Welcome Bear Beach. Famous Department Store. Okay, was gibt's hier zu kaufen? Ocean Spores und so weiter. Ah, verstehe. Das müssen wir durch. Oh. Ein Lift. Which floor do you want to go? Jetzt habe ich auf die dritte geklickt. Zweite erstmal. So. Was gibt's hier zu kaufen? Können wir nur mal den Poker. Quatsch, mit dem Lift runter. Potion, Super Potion. Ein paar Super Potions wäre nicht schlecht. 19. Mauer 15 draus. Und ich habe kein Geld mehr. Sehr gut. Gut. Na dann, schaue ich mich hier mal um. Ein bisschen shoppen. Geld habe ich sowieso nicht. Mal gucken, was es so gibt. Jo. Was verkauft ihr hier so? Ah, okay.
Leafstone, Firestone, Entwicklungssteine. Die Musik hat kurz ausgesetzt. Ja, das typische Einkaufszentrum, das in jedem Spiel gibt. Vierte Etage. Und was haben wir hier? Accessoires. Achso, ja, die X-Attacken-Dingens. X-Werte. So, wo bringst du mich jetzt hin? 5. Letzte Etage. Dachgeschoss. Und was gibt's hier zu kaufen? Was? Welcome to the Wayne Mary's Shop. Das ist der Raritäten-Shop. Where every day we have different items in stock. However, I'm sorry to say that we don't open on weekends. See you next Monday. Ah, okay, ja, gut, es ist Samstag, wenn ich das hier aufnehme. Das ist, ja, hat am Wochenende nicht offen. Ist am Montag wieder kommen. Auch interessant. Ja, das Spiel kennt natürlich meine Uhrzeit und mein Datum vom PC. Schön. Ja, muss mal am Montag aufnehmen gehen. So, was haben wir hier? Bee Beach Public Park. Was? Interessant. You don't. You ever play like Pokémon Red? That's game so sick. Nein, Pokémon Red habe ich jetzt nicht gespielt, aber Pokémon Gelbe Edition. Hier ist das Play auf meinem Kanal sogar gebracht. Ist wahrscheinlich sogar. Ich glaube, das ist in meinem Pokémon. Quatsch, nicht in meinem Pokémon, sondern in der Endcard verlinkt. This game is so broken. Hyper Beam is like an instant KO. That's not how it looks in real life, right? No! Charmander's poisoned, and I am in the middle of Virgin Forest with all the antidotes. Why I don't do this stupid challenge anymore? Ja, Erfahrung aus Pokémon Rot. Hat wohl keiner Pokémon Grün oder Blau. Full Heal. Ja, Antidot, das wäre es jetzt gewesen, nachdem wir es gerade eben erfahren haben. Sharp Wake. Das klingt doch gut. Sharp Wake. Oh, der hat einen Otem. Der hat ein bisschen rennen, ein paar Wege laufen. Das ist gut, um das Ei aufs Haus zu brüten. Das braucht ja Schritte. Gut, wenn wir so oft durch die Stadt laufen. Und am Strand hängt noch ein Item rum. Coconut Milk. Ja. Das ist sehr gut. Kann ich mich auf die Liege legen? Natürlich kann ich das nicht. So ein bisschen. Ja, so. Na, sehr schön. Ich habe Bock, die Aufnahme zu beenden an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie viele Parts und wie viele Minütchen ich jetzt hier draus gezaubert habe. Aber das ist jetzt einfach hier. Das ist ein schönes Bild, um mal den Part an dieser Stelle zu beenden. Oder die Aufnahme zumindest. Mal schauen, ob ich da ein bisschen, wie viel ich daraus machen kann. Ich habe jetzt eine ganze Weile aufgenommen. Haut da rein. Bis dahin und ciao, ciao.